Willkommen, schön, dass ihr dabei seid beim Hotstock Report und natürlich für diese Sendung an meiner Seite Florian Söllner. Marco, hi. Zurück, freut mich. Ja, genau, ich bin auch wieder da und wir starten heute mal ein bisschen mit Hip-Hop-Vibes der 90er in die Sendung. Also zumindest hat mich das jetzt daran erinnert. Wir sehen ein Mercedes-Video oder einen Ausschnitt aus einem TikTok, wo es eben um ein Mercedes-Modell geht mit Bounce-Mode, wie hier schon steht. Da wird kurz erklärt, dass dieser Bounce-Mode eigentlich für was anderes genutzt wird als oder gedacht ist, für das, als was es jetzt genutzt wird. Genau, eigentlich eben, um sich zu befreien aus dem Sand. Ganz simpel und seriöse Funktion von Mercedes, aber es geht gerade ein bisschen viral weltweit. Man kann es mal einspielen. Genau, so soll es eigentlich genutzt werden, um sich aus dem Sand zu befreien. Und so wird es jetzt genutzt. Genau. Ja, cool, das ist wirklich so Hip-Hop-Vibes aus den 90ern. Also jedes zweite Hip-Hop-Video war so. Cooles Video, und das zeigt, klar, auch Mercedes ist weltweit insbesondere. Wir kommen dann später nochmal dazu, was auch die Verbrenner angeht. Die sind nicht von heute auf morgen weg und Mercedes hat seinen Reiz und verkauft seine Autos, seine hochmarschigen. Hat übrigens auch eine enorm hohe Marge zuletzt gehabt, höher als quasi alle anderen Hersteller. KGV 5. Klar, auch hier charttechnisch ein bisschen ermüdet. Tatsächlich ein Doppeltop deutet sich hier an. Also ist eine Halteposition aus meiner Sicht. Schlägt sich aber vergleichsweise gut und wir wissen es, nicht nur BMW ist nur ein Zehntel so viel gesamtbewertet wie Tesla, sondern auch Mercedes. Also wird seinen Weg gehen und hier sieht man mal, wie es aussehen könnte. Natürlich nicht nur Verbrenner, Mercedes geht hier voran. CLA hat mir die Studie letztes Mal vor 2 Wochen gezeigt. Da gibt es jetzt frisch News, dass Build Your Dreams vielleicht die Zellen liefern könnte dafür. Und hier 2026, 2027 kommt dann der kleine G-Klasse. Du hast gerade schon gesagt, wo ist er? Nicht so klein aus. Wo ist der kleine? Der ist tatsächlich kleiner dann. Elektrisch natürlich, voll elektrisch. Mercedes geht behutsam mit seiner Marke um, also auch mit dem Design durchaus wiedererkennbar, aber geht natürlich auch elektrisch durch 50%. Bis zum Ende des Jahrzehnts wird es auch hier gehen. Bleibt spannend zu beobachten, wie man sich weiterhin schlägt. Du hast BYD, Build Your Dreams, gerade schon angesprochen. Auch da wollen wir mal kurz auf den Chart blicken. Was ist da momentan deine Einschätzung? Es tut sich ja vergleichsweise wenig zuletzt. Tut sich auch wenig und ich habe ja in gewisser Weise auch eben noch diesen Widerstand noch über der Signallinie, aber hier schon, ja, man könnte sagen, angeschlagen. Man könnte sagen, Ruhehaltung vor dem nächsten Sprung. Ich bin da ein bisschen vorsichtiger. Meine These ist ja die, ich kann wenig in China direkt reingucken, aber die Euphorie, was die Expansion in den Westen nach Deutschland angeht, mit Build Your Dreams, ist für mich ein bisschen überzogen. Sagt mir auch Next Move zum Beispiel, die ja nah dran sind im Markt. Und zum Beispiel die ersten 8 Monate, laut Statistik, wurden nur rund 2700 Build Your Dreams Autos verkauft in Deutschland. Marktanteil 0,1%. Das ist übrigens auch ein kleiner Stichpunkt, 0,1%. Ich habe mich das letzte Mal verrechnet um die Nachkommastelle. Bei Nvidia, der Chef hat tatsächlich nur 0,1% verkauft. Also noch weniger als gedacht. Das war, danke für den Hinweis. Also sprich, das kommt noch nicht so ins Laufen. Und ganz frisch gibt es einen Artikel heute zu Build Your Dreams, wonach man auch den Deutschland-Chef wohl austauscht. Also klar, Preiskampf auch hier. Es gibt sehr viel Angebot. Der Ziel startet jetzt erst durch. Das kann einen neuen Impuls geben. Muss man abwarten, weil er ja vergleichsweise auch teuer ist im Vergleich zu all den anderen Elektroautomodellen und auch dem Blockbuster, sage ich mal, Model 3 zum Beispiel. Da sind wir schon beim Thema. Wenn wir über Elektroautos sprechen oder die Branche sprechen, müssen wir auch über Tesla sprechen. Was ist da momentan Stand der Dinge? Ich habe nur gelesen, dass X, hat jetzt nicht so viel mit Tesla, aber Elon Musk zu tun, 90% an Wert verloren hat, seit er Twitter X übernommen hat. Genau, der kämpft ja gerade, weil er fühlt sich ja ungerecht behandelt, weil es gibt ja eine regelrechte Initiative offenbar, um Werbekunden dazu veranlassen, nicht mehr zu buchen. Und klar, dann verliert das massiv an Wert. Aber klar, ist jetzt nicht unbedingt für die Tesla-Aktie relevant. Die hat sich tatsächlich wieder erholt. Klar, auf Einjahressicht hängt man noch einen Tick hinter BMW und Co. Aber hat sich schon erholt, ja. Ist immer noch gefangen in der großen Story und der Hoffnung, dass man Full Self-Driving eben löst. Meine Meinung ist bekannt. Tolle Autos.
die tatsächlich Preis-Leistung wirklich stark sind, weiterhin, auch wenn viel Konkurrenz anrollt. Aber tatsächlich für mich eben nicht das Contrarian-Schnäppchen. Und wir kommen dann im Laufe der Sendung nochmal auf Contrarian-Aktien, die gerade unbeliebt sind. Da fühle ich mich immer wohler einzusteigen. Du weißt, ganz früher war ich ja auch bullish für Tesla 2011. Aber das ist mir ein bisschen zu heiß gelaufen, das Thema. Schon so lange her. Das ist echt lange her. Schauen wir auf eine andere Branche. Adapter, Neil, die nächsten zwei Werte, die uns eingeblendet werden. Also Wasserstoff ist jetzt das Thema. Was ist da momentan deine Meinung? Stichwort bullish. Ich war auch bullish vor einigen Jahren für Wasserstoff. Mhm. Aber irgendwann war auch hier klar, oder hier insbesondere klar, klarer als bei Elektroauto, dass es überhitzt ist, dass die Hoffnungen zu hoch waren und sind. Neil ist nicht mehr auf der Empfehlungsliste von uns. Enapter ist auch kein klarer Kauf, weil wir tatsächlich im Abwärtstrend sind. Du weißt, wenn was im Abwärtstrend ist und fällt, bin ich überhaupt kein Freund, ins feine Messer zu greifen, zumal die Titel noch teuer sind. Enapter hat immer noch ein Kursumsatzverhältnis von 10, auch weil es nicht so schnell vorangeht, aber einen sympathischen Chef. Und ich habe mal wieder nachgefragt, auch, und das ist tatsächlich schon ein kleiner Hingucker, weil man so quasi nebenbei geschrieben hat, die Kundenanfragen, also noch nicht Umsätze, sind um 0,8 Milliarden auf 1,1 Milliarden gestiegen. Also das ist schon gewaltig, wenn man die Market Cap von 300 Millionen gegenüberstellt. Aber gleich habe ich jetzt mal nachgefragt beim CEO Schmidt, ja, was heißt Anfragen, wann und wie kommt es? Der hat schon gesagt, klar, da gibt es auch Anfragen, die sind dann eher längerfristig und klar muss es erst kommen. Da ist so Zeithorizont 2028. Also muss man tatsächlich beobachten, kommt es dann wirklich in der Realität an? Er glaubt weiterhin an die, Zitat, Goldgräberstimmung Wasserstoff, gibt aber zu, und dass tatsächlich der Durchbruch noch so auf sich warten lässt. Da gibt es immer noch auch Gegenwind, gerade kurzfristig ist nicht so einfach, man sieht es an den Charts. Also beobachten, ja, gerade insbesondere an Enapter beobachten wir, aber es fehlen die klaren Kaufsignale, daher gerade für mich nicht zu viel in Wasserstoff investieren weiterhin. Vergleichen wir zwei weitere Werte, die meiner Meinung nach hier noch gar nicht zur Sprache kamen. Wenn doch, habe ich es verdrängt. Iteris und Recore Systems. Wer es nicht weiß oder was machen die genau, warum sind sie vielleicht interessant? Genau, Recore Systems hat man schon mal. Du erinnerst dich an den Roboter, der an der Straße steht mit KI. War da Andi in der Sendung? Oder du warst zu lange im Urlaub. Ja, ich auch. Interessant, quasi ein Startup, auch eine entsprechend hohe Bewertung. Durch künstliche Intelligenz, Sensoren an der Straße, man findet Muster im Bewegungsbild und hat dann zum Beispiel Dealer damit entdeckt. Einfach nur, weil man geguckt hat, hey, dieses Auto fährt zu komischen Zeiten. Ist nochmal ein bisschen spannender, aber Iteris macht eben auch die Sensoren und die Straßenbeobachtung für smarte Straßen und hatte hier, genau, im Januar schon ein TFA-Signal, arbeitet sich schön nach oben. Für nächstes Jahr laut Analysten KGV 12 bis 14 Iteris. Das wäre jetzt sozusagen die sicherere Alternative, die eher konservative, während Recore Systems hochspannend ist, hochbewertet. Wir lassen beide laufen. Mhm. Die sind Empfehlungen im Hotstock Report. Frisch kaufen würde ich tatsächlich empfehlen, dann eher Iteris. Mhm. Und Recore Systems mal hoffen, dass man ähnlich wie hier mal eine Zwischenkonsolidierung macht und dann vielleicht rechtzeitig beim nächsten Kaufsignal den neuen Schwung dann mitnimmt. Wir schauen uns jetzt ein Video an. Elon Musk war ja schon Thema. Wir sprechen gleich auch noch über Nvidia und Apple und so weiter, ein paar große Tech-Konzerne. Auf diesem Video sieht man, dass letzte Woche in Washington ein Forum stattgefunden hat, ein Artificial Intelligence Forum. Und da sind eben zum Beispiel Elon Musk zu Gast oder hier der Palantir-CEO, auch Mark Zuckerberg, Bill Gates. Genau, ne, interessant, da mal reinzuschauen, auch zum Beispiel die zumindest die Nähe jetzt der Personen, wie sie stehen. Und hier ganz spannend, CEO von Hugging Face, ist gar nicht so bekannt. Nee. Quasi ein Startup, eine KI-Community, die werden wir gleich mal einblenden. Also ein Punkt, klar, Palantir, Elon Musk, historisch gesehen, haben eine Nähe. Schon genau. Über die Gründer, Peter Thiel zum Beispiel, gibt es da Links. Insofern kann da tatsächlich auch mal muss das beobachtet werden, was hier in Kooperationen noch möglich sind. Grundsätzlich mal kurz zu Hugging Face. Man sieht das Logo jetzt gerade nicht, aber es ist eben
Also wenn du sagst, okay, hier ist Hugging Face, schönes Logo. Wahrscheinlich ist es ja, ein Kaiser. Genau, danke. Regie ist Hellebach. Hugging Face ist eine Komödie und du siehst hier alles. Also auch so Modelle, KI-Modelle. Wenn du sagst, du willst deins mal testen lassen, hochladen, was, du kannst es eben berechnen lassen, trainieren. Du kannst dich austauschen. Du siehst auch schon fertige Modelle. Also wenn du sagst, du willst selber nicht programmieren oder hast nicht so viel Ahnung davon, das ist ein guter Einstieg dafür, aber es nutzen auch große Kunden wie Amazon und Co. Also stark wachsend und ganz frisch mit Nvidia jetzt nochmal eine Kooperation, dass Nvidia KI Cloud zur Verfügung stellt zum Training. Also man hat hier eine Nähe zu Nvidia aufgebaut. Insofern spannendes, schnell wachsendes Tool und eine Community, die aus mehreren Gründen wir uns mal betrachten derzeit. Okay, also interessante Firma hier, Hugging Face, wenn sie auch unter den, der CEO unter den Großen der Großen mit dabei war. Genau. Und die Nähe zu Nvidia. Du hast ja angesprochen, wir schauen auf Nvidia jetzt im Vergleich mit Apple. Wird uns der Chart gleich eingeblendet. Nähe zu Nvidia kann ja nicht schaden im Moment. Absolut. Wir hatten es ja auch letzte Woche, als so ein bisschen Vorwürfe hochkamen, Startup-Beteiligungen. Das ist eben das. Nvidia hat diese Nähe zu Startups. Und man sieht es hier, Nvidia immer noch im Aufwärtstrend. Aber man muss schon genau beobachten, wie heiß gelaufen ist der Sektor. Es gibt so ein bisschen auf den ersten Blick widersprüchliche Berichte von TSMC, also der dann die Chips auch liefert, baut. Einerseits gibt es so Berichte der Bloomberg, dass man Schwierigkeiten hat, die Kapazitäten zu liefern, weil teils Teile fehlen. Vielleicht offenbar kann man nur 80% der benötigten Chips, GPUs auch liefern, wenn diese Berichte zutreffen. Andererseits gibt es aber auch einen Artikel, wonach TSMC wiederum seine Zulieferer anweist, nicht mehr so viel zu liefern, weil einige Kunden, ist ja nicht nur Nvidia-Kunden, aber einige Top-Kunden offenbar, nicht mehr so schnell bestellen. Also muss man schon beobachten, ob es ein bisschen heiß läuft. Also definitiv ist die Aktie gut gelaufen und heiß gelaufen. Daher aktiv reinkaufen jetzt nicht mehr unbedingt aus meiner Sicht, aber eine Restposition immer halten. Wir haben seit dem Dezember-Trade zum Beispiel, das waren 10, noch 3 im Depot 2030 und haben entsprechend aber auch immer wieder Gewinne mitgenommen. Apple hängt beim Thema KI, zumindest medial, ein bisschen hinterher. Hat jetzt auch noch nicht die Sensation geliefert. Charttechnisch, man sieht es nicht so genau, aber wer den Apple-Chart kennt, weiß, wir sind jetzt gerade auch mal ein bisschen angestoßen. Mhm. Schon relativ teuer. Die große Sensation, ich weiß nicht, bist ja Apple. Ich habe es verfolgt, und nicht live, aber im Nachhinein nachgelesen war ein bisschen. Ja, also das Next Big Thing lässt auf sich warten, ja. Seit Jahren. Titanisch angeschlagen, würde ich derzeit auch nicht aktiv kaufen, aus meiner Sicht. Dann wechseln wir gleich zu IBM. Da hast du ja mit dem Vizepräsidenten, zumindest der Dachregion, gesprochen, ausführlich. Was hat der dir denn verraten? Das gefällt mir sehr gut. IBM, ja, jeder kennt es. Gibt es ja schon seit über 100 Jahren und hat jetzt einen Teams-Call, einen sehr interessanten und sympathischen, nachzulesen natürlich im Aktionär HSR im Freitag. Und IBM ist für mich übrigens auch ein Partner, der auch beteiligt ist an Hugging Face, hier haben wir es nochmal das Thema, ist wirklich sehr bemüht, aktiv, auch, man hat auch den Cashflow in KI zu investieren und aus meiner Sicht deutlich unterschätzt. Ich hatte auch mal gesprochen jüngst den ehemaligen IBM-Europachef Hans-Olaf Henkel. Der hat gesagt, er hat seine Aktien immer noch, obwohl es die letzten 20 Jahre viel Dividende gebracht hat, aber nicht die Kursrallye. Aber vielleicht ändert sich das. Also gerne mal nachlesen, was im Interview zum Thema KI, aber auch Quantencomputer gesagt wurde. Wir bleiben da mal dran. Und das sind so Aktien, kannst du dir denken, die ich spannender finde, wo noch nicht jeder darüber spricht, aber vielleicht trotzdem überraschend technologisch stark man vorangeht, sich das mal näher anzuschauen. Wobei es ja auch schon ganz gut gelaufen ist. Also ja, seit ist Mai. Ist absolut. Absolut. Natürlich haben es offenbar doch auf dem Schirm. Ist es noch nicht die Nvidia an der Börse. Ja. Und wenn man 20 Jahre rauszoomt, sieht man, ja. Es war eine gute, stabile Aktie, was ja auch was wert ist. Welche Aktie kann das von sich behaupten, sich immer wieder oder viermal neu erfunden zu haben? Und genau das passiert aus meiner Sicht gerade. Dann schauen wir auf Supermicro. Da hatten wir diesen kleinen Einbruch nach der Zahlenvorlage vor Anfang August irgendwann. Sehen wir auch hier im Chart. Hat sich noch nicht wieder richtig erholt seitdem. Genau, Supermicro laufende Empfehlung im Aktionär Hotstock Report auch. Und auch hier
meine Meinung, ist es heiß gelaufen. Ist fundamental durchaus noch vertretbar, das Kursniveau, aber wir sind hier natürlich erstmal in die Konsolidierung reingegangen und ganz frisch knickt man hier nochmal runter. Kann ein Fehlsignal sein, aber für mich eine Aktie, die man beobachten sollte unbedingt. Und wenn eine gesunde Konsolidierung gekommen ist, dann natürlich vielleicht auch wieder kaufen. Aktuell sieht es nach weiterer Korrektur aus, charttechnisch. Aber klar, und das kommt auch aus den Gesprächen immer noch raus, auch wenn es kurzfristig vielleicht überhitzt ist, ist es für mich weiterhin so klar, dass das Thema KI langfristig noch sehr positiv überraschen kann und wird. IBM-CEO beispielsweise hat jüngst mal gesagt, dass 50% der Aufgaben, die wiederholbar sind, die KI ersetzen kann in Zukunft. Also während bisher klar in der Fabrik Automatisierung so Fabrikarbeiter ersetzt wurden von Robotern, die es ja schon gibt in den Fabriken. Übrigens haben wir im Aktien-Herzog-Report auch eine Firma, die einen Rohstoff für Roboterarme macht, aber dazu kommen wir ein anderes Mal. Ist jetzt der Zeitpunkt, wo eben Büromitarbeiter automatisiert und ersetzt werden. Nicht alle, eben diese Aufgaben, die eben relativ leicht zu machen sind und wiederholbar sind. Und das ist ein gigantischer Markt weiterhin, klar. Dann verlassen wir mal die Liga der US-Tech-Konzerne. Es wird aber nicht weniger spannend, wenn wir jetzt zum Beispiel auf die Deutsche Rohstoff AG blicken. Da hast du auch mit dem CEO was sogar direkt gesprochen. Genau, spreche ich immer mal wieder. Und wir haben hier eine schöne Neubelebung, war ja TFA-Signal vor 2 Jahren im TFA-Depot. Und dann sind wir auch geduldig und haben sie seitdem behalten. Nicht alle, haben mir auch mal ein paar Gewinne mitgenommen. Aber jetzt dreht es wieder nach oben. Und das Überraschende ist, ja, der Ölpreis steigt die letzten Tage. Wer hätte das gedacht, dass der Ölpreis steigt, obwohl ja tatsächlich immer mehr Elektroautos in den Markt kommen? Und ja, die Frage hat er wahrscheinlich schon sehr oft gehört, der CEO. Aber ich habe sie noch mal gefragt, ja, was ist jetzt mit den Elektroautos? Wieso steigt Öl? Klar, eben weil zu wenig investiert wurde, weil die Reserven auch in den USA insbesondere sinken, wo ja Deutsche Rohstoff aktiv ist. Aber interessant, was er aus seiner Sicht er sagt, ist mal eine andere Sichtweise, weil wir ja oft über das Elektroauto sprechen, was tatsächlich groß kommt. Aber es gibt ja noch andere Faktoren, die die Nachfrage nach Öl eben antreiben oder stabil halten zumindest. Dann hören wir doch einfach mal rein in dein Gespräch mit dem CEO von der Deutschen Rohstoff. Genau, gerne. Also wir glauben, dass auf eine Sicht von 5 Jahren und von 10 Jahren und wahrscheinlich auch auf eine Sicht von 20 Jahren die Ölnachfrage weiterhin entweder steigen wird oder auf diesen recht hohen Niveaus zumindest verharren wird. Das muss man ganz klar sagen. Wie eingangs gesagt, ist das im Wesentlichen eine Funktion von Weltbevölkerung. Wir alle in westlichen Ländern verbrauchen pro Jahr viele, viele Barrel an Öl. Und die 7 Milliarden Menschen, die nicht das Privileg haben, in sehr weit fortgeschrittenen und sehr wohlhabenden westlichen Ländern zu leben, die verbrauchen einen Bruchteil dessen an Öl. Sprich, mit geringen Wohlstandszuwächsen in all diesen Ländern kommt natürlich absolut eine massive Nachfrage nach Öl dazu. Und das sind eben auch meistens Länder, die natürlich nicht sofort dann den Zugang haben zu Elektromobilität und anderen Technologien, die die Ölnachfrage massiv drücken. Da muss man auch sagen, wir befassen uns ja selber mit dem Thema Elektromobilität und halten es für sehr, sehr spannend. Es wird auch eine wahnsinnig große Rolle einnehmen und auch immer weiter steigen. Aber gleichzeitig muss man auch realistisch sein und sagen, die Elektromobilität wird jetzt in den nächsten 10 Jahren nicht den Verbrenner verdrängen und die absolute Zahl an Verbrennern auf der Straße wird wahrscheinlich zumindest stagnieren oder vielleicht auch steigen noch in den nächsten 5 bis 10 Jahren. Das ist einfach, glaube ich, eine Realität, der man sich auch stellen muss. Und dazu kommt auch noch, dass natürlich viel der Nachfrage nach Öl und Gas in ganz, ganz anderen Bereichen auch stattfindet. Also das Thema privater Pkw-Verkehr macht vielleicht 20-30%, glaube ich, der Ölnachfrage aus. Sprich, die Nachfrage in anderen Sektoren ist schon sehr, sehr groß. Das fängt an mit der Landwirtschaft, die, glaube ich, 5-7% der Nachfrage ausmacht. Das darf man alles nicht vergessen. Also das ist schon noch eine sehr, sehr weite Reise. Genau, interessant zu wissen natürlich, dass zum Beispiel, wenn man Länder nimmt, Südamerika, Deutschland pro Kopfverbrauch von Öl ein Zehnfaches beträgt, also immer noch. Und da hat er insofern recht, wenn nur sozusagen ein Teil des Wohlstands in anderen Regionen erreicht wird, da müssen die gar nicht unbedingt neue Verbrenner kaufen, wird weiterhin Öl benötigt, natürlich auch für Chemie, für Smartphones, für Plastik und so weiter.
Schon auf den Wert, auf den hast du schon vor 2, 3 Wochen zuletzt, oder hast du mit dabei gehabt. Jetzt schauen wir nochmal drauf, Casa Tomrom. Und wir sehen auch, die Aktie seit September geht es recht steil bergauf. Auch eine unpopuläre Aktie, klar Uran. Aber hier ist der Ausbruch und wir haben sie dann eben entsprechend auch empfohlen im Aktien-Hotstock-Report und auch in der Sendung erwähnt. Und es geht weiter, weil klar günstig, KGV um oder unter 10, der größte Produzent. Und klar, Klimaschutz, Klimawandel bleibt ein Thema. Und zum Beispiel europaweit hat Frankreich sich insofern durchgesetzt, dass das teils angerechnet wird. Wollte sieht Deutschland ja anders. Hier wurde es ja sozusagen abgeschaltet. Hier gibt es auch eine neue Grafik, die irgendwo interessant ist, dass wir ja viel mehr Strom jetzt kaufen nach der Abschaltung. Auch viel Wasserstoff. Aber wir kaufen immer noch deutlich über 20% Atomkraft ein. Mhm. Und unterm Strich schreibt zum Beispiel Bild heute mit Quelle Agora, nutzen wir mittlerweile 4% Atom. Vorm Abschalten seien es 2,5% gewesen. Also selbst wir nutzen mehr Atomkraft, obwohl wir vermeintlich ausgestiegen sind. Schweden gibt es Politiker, die sagen, wir planen 10 neue AKWs, um Klimawandel einzubremsen und kritisiert da indirekt Deutschland. Also sprich, weltweit ist es ein Thema, man sieht es hier am Chart. Und natürlich ein Thema, was überraschend ist für viele, die denken und hoffen, Solar und Wind macht das Rennen, macht es ja auch. Da kommen wir gleich mal dazu. Ich habe jetzt gerade bestelle ich mir Solar zusätzlich nochmal deutlich, weil es auch eine schöne Förderung gibt. Also ich liebe Solar und Wind hat auch seine Berechtigung. Aber nachts brauchen wir eben Grundlast zum Beispiel. Und da ziehe ich tatsächlich Casa Tomrom / moderne Kernkraft der Kohle vor. Wenn du sagst, du hast jetzt... Ja, wir schauen nämlich auf Solarbranche jetzt. Wenn du da momentan agierst und dir überlegst, da was zuzulegen, bist du eigentlich auch contrarian in dem Sinne, weil momentan scheint die Nachfrage ja ziemlich zurückzugehen. Genau, also Nachfrage nach Aktien ja schon mal. Die auch auf jeden Fall. Aber auch nach den Produkten. Und auch nach den Produkten, also deutlich. Und gleichzeitig muss man die Regierung auch mal loben, ganz frisch eine Förderung, wenn du Solar und Batterien dir zulegst in Verbindung mit Elektroauto. Also können wir die nächsten Wochen auch mal sprechen, was ich da vielleicht noch plane. Mhm. Und mir sagt zum Beispiel Solarwatt, Herr Breuer, ja, es stimmt, die Nachfrage hat sich ziemlich überraschend in den Sommermonaten deutlich ist zurückgegangen, normalisiert in Deutschland. Er glaubt weiterhin an den Trend und es ist weiterhin im Zubau. Und deswegen auch mal ganz frisch von SMA Solar. Also finde ich einen bemerkenswert guten Tweet sozusagen von SMA. Erstens mal weisen sie darauf hin, ja, auch wenn wir jetzt vielleicht auf hohem Niveau ein bisschen jammern über die Nachfrage, grundsätzlich wieder mehr zugebaut. Im ersten Halbjahr so viel installiert wie im gesamten Vorjahr. Also es geht ja gut voran. Und man dankt an die Handwerker, finde ich auch sehr positiv, die, glaube ich, auch oft unterschätzt waren. Aber man sieht jetzt, wie wichtig sie sind. Und das finde ich echt gut und das wird immer ein bisschen unterschätzt, dass man die entsprechend auch nicht mit zu viel Vorschriften verwaltungstechnisch überfordert und ihre Arbeit machen lässt. Die sind einfach sehr wichtig. Hier nochmal das, wieso jetzt Solar Power Europe einen Hilferuf ausgesendet hat an die Regierungen. Die sagen, hey, es kommen einfach zu viele Module aus China in den Markt. Und das ist trotzdem ein Problem. Sprich, es sind trotz Wachstum zu viele Module hier im Markt. Und man hat es bei Jinko Solar gesehen, die ich derzeit nicht anfassen würde, weil noch nicht klar ist, wie schlägt es durch in den Margen. Mhm. Und ich habe auch SMA Solar mal gefragt, natürlich nachzulesen im Report, ja, wenn wir jetzt im Modulbereich Probleme haben, kann es Probleme im Werterbereich geben. Also mein Eindruck ist natürlich so stark nicht, nee. Also SMA hat natürlich auch die letztes Jahr vorangetrieben die Verdopplung der Kapazität in Deutschland, wo das Umfeld noch besser war als jetzt, muss man wissen. Aber, und wir hatten dann entsprechend auch mal ein paar verkauft. Wir haben aber noch eine Restposition in SMA und ich kaufe die gerne nach. Auch wieder antizyklisch, wenn es sich beruhigt hat. Derzeit eher beim Produkt. Mhm. Und die Aktie
ist auch so ähnlich wie KI. Das ist natürlich bis 2030 bleibt das hochspannend. Nicht nur SMA Solar, auch andere Wertehersteller wie Enphase und SolarEdge, die wir beobachten. Aber ich würde da auch mal ein bisschen abwarten, was genau, wie schnell jetzt genau der Hilferuf gehört wird, was an Maßnahmen der Politik kommt, um hier der Branche entsprechend vielleicht noch mal ein Stück weiter zu helfen, weil es ist schon massiv, was hier aus China derzeit reindrängt. Übrigens, das wollte ich noch nachliefern. Jetzt ist ja auch ein Gespräch auf europaweit vielleicht Zölle auf Bitter Dreams anzuwenden, um die deutsche Automobilbranche zu schützen. So etwas Ähnliches hat man ja schon vor einigen Jahren mal für die Solarbranche versucht, für die damaligen Solarmodulbauer, Solar World und Q-Cells, die künstlich zu schützen und Solar zu verteuern, was ja erstmal fürs Klima wieder schlecht war, hat auch nichts gebracht. Also ich bin da überhaupt kein Freund davon, so künstliche Schranken zu machen, den freien Handel zu verhindern. Besser wäre es, grundsätzlich die Gegebenheiten hier attraktiv zu gestalten, ob es Steuersenkungen sind, ob es günstigere Strompreise zur Produktion sind, ob es weniger Verwaltung sind. Das sind Sachen, die man angehen muss, nicht einfach Zölle machen. Das sind die kurzfristigen Aktionen, die nichts bringen. So, das war zum Sonntag. Dann schauen wir jetzt auf den Goldpreis an der Stelle. Ja, da war auch viel diskutiert, wie es könnte es weitergehen, deiner Meinung nach. Genau, Gold haben wir übrigens auch so eine Goldaktienposition im Depot 2030, weil, klar hält sich stabil, ein kleiner Tick nach oben, weil es ist quasi schon neben dem Bitcoin, haben wir auch einen Tick im Depot 2030, eine Versicherung gegenüber der Geldmenge. Und da gab es jetzt natürlich die Zinserhöhung, Leitzins in Europa, was ich ehrlicherweise auch gut finde. Als der Finanzbranche wirst du das nicht so oft hören, was natürlich für die Aktien nicht so gut ist. Genau, gute Grafik sehen wir hier mal. Es wurden jetzt eben die Zinsen angehoben, was gut ist, der Leitzins, aber er liegt immer noch unter der Inflation, auch für die nächsten Jahre. Zumindest dieses Jahr und für die nächsten Jahre wird eben jetzt eine neue Schätzung sogar noch mal einen Tick angehoben, die Schätzung der Inflation. Also wir sind noch nicht durch und man weiß auch wieso. Es war einfach die Party zu groß, die Gelddruckparty. Und da haben wir, glaube ich, noch mal eine Grafik bei Statista, die eben zeigt, quasi Geldmenge M2 haben wir hier in Deutschland, in Europa, die sich mehr als verdreifacht hat die letzten 20 Jahre. Das ist immens, das ist gewaltig und die wird jetzt, die stabilisiert sich, wird leicht abgebaut, aber irgendwo ist es noch da. Das ist nicht so eine einfache Aufgabe, das zu lösen. Wir sehen einen Artikel von Business Insider, wo es eben um diese Party, die du angesprochen hast, quasi geht, dass wir uns ein bisschen wie ein betrunkener Matrose aufgeführt haben. Oder? Ja, tatsächlich. Das war wieder die einfache Lösung, einfach alles mit Geld zuzuschütten, alle Krisen, die wir hatten. Und JP Morgan, CEO, sagt eben genau das. Wir haben gespendet, like a drunken sailor. Und er, seine Meinung ist eben, da wird noch was kommen. Das muss einfach noch eingebremst werden, weiterhin restriktiv gehandhabt werden. Also manche hoffen ja, wir sind schon durch mit den Zinserhöhungen. Ich wäre da skeptisch. Es wird besser angegangen, aber noch nicht so scharf, wie es wahrscheinlich sein müsste. Inflation bleibt ein Thema, daher zur Absicherung tatsächlich auch andere Assets für mich weiterhin zur Beimischung sinnvoll. Ich glaube, wir haben noch ein Bild von diesem Drunken Sailor, KI generiert mal wieder natürlich. Falls ja, wird es uns gleich noch eingeblendet, bevor wir dann da ist. Genau, Sailor. Das war eine schöne Zeit. Bitcoins sieht man hier fliegen und der Bulle. Aber mal gucken, wie groß der Kater wird. Ich glaube. Und eine moderne Version des Matrosen. Ja, so stellt man die KI vor. Stellt sich das so vor. Hatte ich mir auch anders vorgestellt, mit einer Kappe auf zum Beispiel. Der Vollbart, also der richtige Vollbart. Ja. Okay, genau. So war es, so sah es aus. Jetzt muss man mit den Konsequenzen ein bisschen leben. Genau, also Fazit. Manche denken ja, in einigen Sektoren wie KI läuft das schon wieder sehr rund. Wir sind schon irgendwo durch. Ich wäre da noch ein bisschen vorsichtig. Wir sollten nicht vergessen, wie groß die Krise und die Unwucht ist und war. Es ist einiges hier zu stark aufgebaut worden, Spekulationsblasen. Ich wäre hier entsprechend immer noch flexibel und vorsichtig und immer diversifizieren und genau gucken, ist die Branche gerade im Feuer oder nicht. Stoppkurse einhalten, das ist ja weiterhin die Strategie.
Das war schon das zweite Wort zum Sonntag heute. Wir sind noch gar nicht durch. Vielleicht kommt noch ein drittes. Exxon Enterprise und Seotronics. Ich weiß jetzt nicht, wie wir die Überleitung hinkriegen vom betrunkenen Matrosen hier. Egal, was gibt's da? Willst du mal einen Vergleich haben, der hängt? Da fällt mir einer ein. Also die Geldschwemme war ja auch immer gesagt, hat keine Auswirkungen. Alles wird gut. Es hat keine langfristigen Auswirkungen. Und die Probleme gab es schon und wurden zugedeckt. Und ähnlich sehe ich es im Bereich Sicherheit. Es ging gerade durch die Springerpresse, insbesondere bei Twitter, gerade die Tage sehr viele Videos viral, wo es Ausschreitungen gibt in Deutschland. Dann sieht man, dass die Zuwanderung immer noch nicht wirklich geregelt ist. Also das sind Punkte, weswegen ich glaube, dass langfristig Thema Sicherheit einfach wichtig bleibt. Seotronics hat jetzt sogar bei den Aufträgen Gegenwind gehabt. Das verwundert mich, weil da haben wir tatsächlich so ein Ungleichgewicht, dass nicht so massiv investiert wird, wie man denken würde. Aber ich glaube, das muss eines Tages kommen. Übrigens auch bei der Rüstung war gestern, glaube ich, Andi Will wird kritisiert. Deutschland gibt ja immer noch nicht 2% für Rüstung aus, wie versprochen. Oder genau wie versprochen, obwohl man ja aktiv im Krieg eingreifen will und Ukraine schützen will. Und ähnlich ist es im Bereich Sicherheit, dass tatsächlich nicht so viel investiert wird für Polizisten, für Sicherheit, wie man es denken würde. Also unterm Strich glaube ich, Seotronics, nachdem es jetzt zurückgekommen ist, für nächstes Jahr KGV Richtung 12 günstig, für mich antizyklisch ein Kauf. Und Axon Enterprise ohnehin, die ist in Depot 2030 ein schönes Kaufsignal gemacht, 30-Jahr-Feier gemacht, der Taser 10, ganz neu, der jetzt noch weiter schießt, zielgerichteter schießt. Und Axon hat das große Ziel, den Traum, dass eben weniger Leute durch scharfe Schusswaffen sterben, sondern nur aus Gefecht gesetzt werden. Für mich beide Titel kaufenswert. Dann haben wir einen letzten Titel quasi heute, für heute mit dabei, oder du, Tilray. Da gab es jetzt so ein bisschen wieder so Fantasie zuletzt. Genau. So. Nee, absolut. Also Tilray ist ein Zock. Wir sind ja hier in der Hotstock-Report-Sendung. Nachdem hier mit IBM was Solides kam, kommt nochmal ein richtiger Zock. Und klar, unterm Strich noch keine Gewinne. Und man hat schon enorme Kursausschläge gesehen, nach oben die letzten Jahre und dann wieder 80-90% runter. Also nur wer damit umgehen kann, sollte hier was zocken. Aber tatsächlich ist es für mich unter steigendem Volumen ein deutliches Lebenszeichen mit Stopp hier empfehlenswert aus meiner Sicht als Hotstock. Auch weil man seinen Cashverbrauch reduziert bzw. den Break-Even gerade angeht und eben die Lockerung in den USA langsam aber sicher vorangeht, die Einstufung von Cannabis eben in eine andere Kategorie. Die tatsächliche weitbreite Freigabe wird wahrscheinlich schon noch länger dauern. Aber es kann auch mal schnell gehen. In Deutschland gibt es ja entsprechende Zeichen. Also für mich ist das weiterhin charttechnisch sehr intakt. Zu guter Letzt der Contrarian-Ansatz. Das ganze Thema war ja jetzt hier auch in dieser Sendung schon ein, zweimal erwähnt worden. Wir sehen noch ein Video, wo quasi ja, erklärt wird, sag ich mal, warum das fand ich cool. Man gegen den Strom schwimmen kann, soll. Bei uns ein recht unbekannter Kandidat für Republikaner, der jetzt gefragt wurde, ja, was kann ich als junger Mensch machen, um irgendwo erfolgreich zu sein? Da war natürlich eher auch die Ausbildung, der Job gemeint. Aber für mich trifft das 1:1 auf die Börse zu, den ich jedem geben würde, der sagt, okay, ich bin vielleicht neu in der Börse, wie kann ich hier den Unterschied machen? Und da hören wir mal rein, was er sagt, was er rät. On one hand, you see the pack running in a given direction, and then you think that there's an opportunity over here. And you'd be right about that. Once that happens, you're right and you buck the trend, good things happen. Sky's the limit for what you can achieve. So my number one piece of advice is, even if you study business education, you can learn a lot. Understand what they're teaching you and then understand why that might lead everybody else genau. In a direction. Ich glaube, wir haben, also sagt dann, der Sky is the limit, also klar, ein Politiker. Aber ist ein guter Ratschlag, das als Rausschmeißer. Ich glaube, das bleibt weiterhin der größte Schutz, um sein Vermögen zu sichern oder zu vermehren in tatsächlich hochvolatilen Phasen, die wir haben und die wieder entsprechend auch zuschlagen werden an der Börse. Dann Video vorbei, wir sind durch, das war's. Danke dir, Florian, für heute. Nächste Woche sehen wir uns gerne wieder, hoffentlich seid ihr dann auch mit dabei. Bis dahin.